Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein Auspackvideo, 4 auf einen Streich. Ich habe wieder mal Post bekommen, Nachschub für meinen Kanal. Zum einen hat mir der Schießen von Robert Klaas ein Messer zugeschickt, das ich bei ihm bestellt hatte, nachdem ich Bilder auf Instagram gesehen hatte. Und dann hat mich die Maxi von der Altona Silberwerkstatt überrascht mit einer Pass-Around-Anfrage zu einem Modell, das mich schon sehr interessiert hat. Das hätte ich auch ganz gerne mitgenommen, als wir vor ein paar Wochen bei ihr im Laden waren. Da war es aber noch nicht verfügbar. Aber die Maxi ist ja eine tüchtige Geschäftsfrau und richtet sich da so ein bisschen nach ihren Kunden und hat dann eine Umfrage gemacht zu diesem speziellen Messer. Und die muss wohl recht erfolgreich gewesen sein, denn ab jetzt gibt es dieses Messer von Böker Plus auch bei der Altonaer Silberwerkstatt. So, aber jetzt genug der Vorrede. Wenn ihr wissen wollt, was in diesen 4 Packungen drin ist, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, fangen wir mal mit dem kleinen Klaas hier an. Der Schießen hatte vor einigen Wochen ein Bild mit 10 noch unfertigen Taschenmessern gepostet. Und die haben auf mich sofort einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Die blauen Schalen aus Pappelmaser haben es mir damals sehr angetan. Außerdem verfügt dieses Messer über eine Klinge aus einem Eurofighter Damast mit 320 Lagen. Ja, und da konnte ich einfach nicht Nein sagen und habe dann sofort gesagt, eins davon ist meins. Ja, und hier ist es jetzt. Schauen wir einfach mal rein. Verpackt in so eine Art Butterbrotpapier. Da kommt es zum Vorschein. Okay. Es ist jetzt deutlich grüner, als ich es erwartet hatte. Auf dem Bild auf Instagram sahen die wirklich sehr blau aus, die Schalen. Allerdings waren sie da auch noch komplett unbehandelt. Ich gehe mal davon aus, dass sie inzwischen geölt und poliert sind und damit eben diese doch deutlich dunklere Farbe angenommen haben. Ansonsten haben wir es hier mit einem kleinen Trapper-Modell zu tun, mit nur einer Klinge. Backen aus Neusilber, genauso die Kappe aus Neusilber. Die Schalen, wie gesagt, aus blauer Pappelmaser oder blau-grüner Pappelmaser, kann man jetzt eigentlich eher sagen. Klinge steht mittig, sehr schön. Die Feder ist auch sehr schön eingepasst zwischen den Platinen aus Messing. Ich erkenne hier nur ganz leichte Spalte. Das gucken wir uns gleich noch mal etwas genauer an. Aber ansonsten, erster Eindruck, ein sehr schön zusammengebautes Taschenmesser. Es hat keinen Halbstopp. Und so sieht das Modell ausgeklappt aus. Gucken wir mal auf die Klinge, 320 Lagen Eurofighter Damast, das heißt aus dem Stahl des Eurofighters gemacht, aus der Balbach Schmiede. Hier auf der einen Seite haben wir dann das Klaas-Logo mit den beiden Störchen. Mal gucken, ob ich euch zeigen kann, was hier auf der Klingenwurzel steht. Das ist durch den Damast ein bisschen schwerer zu lesen. Aber hier wie üblich Rob Klaas Solingen und auf der anderen Seite 320 Lagen und hier auch recht schwer zu erkennen Eurofighter. Ein sehr schöner Damast. Klinge ist relativ breit. Ich weiß gar nicht, ich schätze mal, das sind so um die 3 mm. Ja, 2,8, 2,7 mm stark.
Ansonsten die Gesamtlänge liegt bei 16 cm, also genau mein Beuteschema. Liegt mir auch gut in der Hand. Voller Vier-Fingergriff. Dann die typische Trapper-Klinge, eine Hechtklinge. Die Feder ist recht ordentlich. Ja, alles in allem ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Wie gesagt, das Einzige, was mich jetzt etwas irritiert hat, war die doch recht dunkle Farbe der Schalen. Aber ansonsten alles prima. So, legen wir das mal zur Seite und kommen jetzt zu den drei Böker Plus Modellen, die mir die Maxi zugesendet hat. Übrigens vielen Dank nochmal, Maxi, für die Zugaben. Die werde ich jetzt natürlich nicht verraten, damit auch die anderen Teilnehmer des Pass-Arounds noch überrascht sind. Hier habt ihr die Seriennummer 01BU 630 bis 32. Die Experten unter euch wissen jetzt auch schon, was uns erwartet. Und ich mache sie jetzt einfach mal der Reihenfolge nach auf. Erst einmal das 630er Modell. Und was liegt da näher, als das Glasmesser dafür zu nutzen, wenn es hier schon mal so rumliegt? Dann mache ich das Ganze natürlich vorzugshalber so, dass ich mich dabei nicht verletze. So, Gratulation! Ja, Dankeschön. Ui, da haben wir das erste und jetzt wissen auch alle, um welches Modell es sich handelt, hoffe ich. Das ist das relativ neue Wasabi von Böker Plus. Ein 42A konformes Messer. Ein Frontflipper ohne Verriegelung. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich muss jetzt hier so ein bisschen weggehen, um das Stativ nicht zu treffen. Das wäre jetzt ungünstig. Ups, das war jetzt ein Satz mit X. Bisschen mehr Druck und dann müsste das auch klappen. Oh ja, das klappt. Frontflipping at its best. Ja, und das Ganze, wie gesagt, nicht verriegelnd, sondern man übt mit dem Daumen Druck auf diese Angel hier aus, wie bei einem Friction Folder, und verhindert damit das Zuklappen der Klinge. Dann die Klinge mal ganz kurz. Hier der zweite Anschliff. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt bei den Lichtverhältnissen. Hier die Spitze hat einen leicht anderen Anschliff. Hier das Zeichen des Designers. Ehrlich gesagt, hätte ich mich mal lieber vorher noch mal informieren sollen. Aber ich war jetzt so gespannt auf die Messer. Ich musste sie einige Stunden liegen lassen, weil ich heute von zu Hause gearbeitet habe und keine Zeit gefunden hatte, vorher in die Boxen zu gucken oder eben nach den Messern im Internet zu schauen. So, das hier ist dann das G10-Modell, nehme ich an, in einem schönen Schwarz. Jetzt kommen wir zur zweiten Box. Hier wieder der Versuch, mich dabei nicht zu verletzen. Oh ja, und hier haben wir das Stück. Da hatte ich Maxi schon in Hamburg gesagt, dass mich das Cocobolo-Modell von dem Wasabi ganz besonders interessieren würde. Sehr schön. Öffnen wir das mal ein bisschen ziviler. Hier wieder der Anschliff in der Spitze etwas anders. Für meinen Geschmack ist der Griff ein bisschen zu lang im Verhältnis zur Klinge, aber vom typischen Design her, dieses japanische Design, da passt das sicherlich schon. Also ihr seht das, mit meiner Handschuhgröße 9 haben wir hier locker Platz, auch für Handschuhgröße 10 bis 11 schätze ich mal. Aber da das Messer an sich sehr schlank aufgebaut ist, dürfte es auch in der Tasche nicht besonders negativ auffallen.
Auch hier klappt das Flippen. Und dreimal ist Bremer recht, auch wenn die Messer jetzt hier aus Hamburg kommen und ursprünglich wahrscheinlich aus China. Jetzt, die Carbon-Variante hat noch gefehlt. Die kommt auch sehr edel rüber. Schönes Gentleman-Taschenmesser. Mal hier auf den Klingenstand. Sieht wirklich gut aus. 440C Stahl. Ja, und hier dann nochmal alle drei Modelle des Wasabis zusammen. Die werde ich mir jetzt mal ein paar Tage in Ruhe anschauen und dann gibt es nochmal ein zusammenfassendes Video über diese drei Messer, bevor sie dann zum nächsten Teilnehmer des Passarounds gehen. Ich muss mal gucken, das ist entweder der Andi oder der Stefan. Ich habe jetzt die genaue Reihenfolge nicht ganz im Kopf. So, vier schöne Messer an einem Tag. Eine tolle Ausbeute, wie ich finde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches euch am besten gefällt und vor allen Dingen, welche Variante des Wasabis ihr euch holen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!